Das hier, das ist eine Challenge. Schau mal da nach oben, Caro. Genau, da hoch. Da geht's für dich hin. Antenne Thüringen. Caro kann's. Mit den Energieexperten der TEAG. Thüringer Energie. Hallo, du bist? Ich bin Andreas. Wie hoch ist denn das? Also da, wo mein Kollege, der Volker, gerade hängt, wirst du irgendwo bei 35, 30 Meter irgendwo dazwischen liegen. Also im Schwimmbad ein Zehner finde ich schon extrem hoch. Das ist also noch dreimal so hoch wie der Zehner. Und wie viel Volt ist da drauf im Normalfall? Hier 110.000 Volt. Gott sei Dank ist hier kein Strom drauf. Ich hoffe, ich existiere danach trotzdem noch. Mir geht ein bisschen die Pumpe. Ich habe im Normalfall eigentlich keine Höhenangst, aber ich stand schon mal auf einem 10-Meter-Brett und da habe ich ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um runterzuspringen. Und das habe ich seitdem auch nie wieder gemacht, weil ich habe mir extrem den Steiß geprellt. Aber ich werde ja gesichert, Gott sei Dank. Du wirst gesichert, du brauchst auch nicht springen, wenn du oben bist. Das heißt, ich lasse dich wieder nach unten. Deswegen dieser ganze Aufwand, nur wegen dir. 3 Seile, das heißt, wir haben hier 6 Tonnen Haltekraft. Das würde reichen. Willst du sagen, ich bin fett? Das hast du gesagt. Gut, dann schnall mich mal an und dann geht's los. Oder so. Wo starte ich denn da jetzt? Okay, normalerweise steigst du hier unten rüber und dann auf diesen Steigbolzen, die rechts links weggehen. Okay, da, ach du meine Güte. Ach. So, ich bin vollgepackt. 35 Meter, also man kann es nicht sehen, aber mein Puls, der steigt, ich kann es nicht erklären, er steigt gerade auf 3000. Und jetzt geht's da hoch. Ich kann jetzt schon schwierig sprechen. Mein Mund ist trocken, obwohl ich gerade noch was getrunken habe. Und ich bin eigentlich gar nicht so mit Höhe, aber wenn man so davor steht, ich bin total angeschnallt. Und ich muss ehrlich sagen, für die erste Challenge habt ihr euch was Gutes ausgedacht. Also ich hätte gedacht, man fängt mit was Leichterem an. Aber okay, ich nehme es an, ich versuch's. Caro kann's oder eben nicht, Teil 1.